Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute mit meiner liebsten Farming-Tour für Silber, für Gold, für Erze. Also legen wir los. Ich bin hier gerade zack zum Teleporter und renn direkt mal los zur ersten Goldquelle. Heute natürlich im etwas besonderen Gewand aller. Ich habe mir gedacht, komm, ziehst du mal ein bisschen was Schickes an, was so ein bisschen auch Bergbauglück erhöht, damit man hier gegebenenfalls beim Gold- und beim Silberabbauen mehr Klunker rausbekommt. Zum Beispiel diese hier, Moonstone. Ich bin gerade auf Englisch eingestellt, weil es ja immer noch nicht im deutschsprachigen Bereich möglich ist, die Werte zu sehen auf den Rüstungen, wie viel Prozent von dem Lack, wie viel dann wirklich drauf ist, dass man irgendwie, ja, ich sag mal, Plus auf Bergbau bekommt. Das sieht man halt alles nicht, ist immer noch mit Null beschrieben. Und deswegen stelle ich das regelmäßig auf Englisch halt um. Auch wenn ich mir solche Items zum Beispiel im Aha irgendwie kaufe. Zack, so. Weiter geht's. Muss man natürlich immer erst vorher umstellen. So, habt ihr mitgezählt? Das war jetzt hier einmal Gold, zweimal Silber. Dann sind wir hier beim dritten Silber. Dann geht es weiter. Hier ist auch schon wieder direkt der nächste Aquamarin drin. Dann haben wir hier das vierte Silber. Dann geht's erstmal weiter in die Richtung. Wir hüpfen hier runter. Zack. Und da machen wir auch schon wieder Auge. Da geht's weiter mit dem nächsten Silbervorkommen. Und weiter geht's. Nochmal drei Klumpen. Dann sollten wir jetzt hier bei sieben Vorkommen sein. Ne? Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und bisher echt viele, viele Edelsteine drin. Sehr gut, ey. Also es lohnt sich tatsächlich. Hier ist mal keine Edelsteine drin. Und wir rennen weiter runter. Die Route an sich, das markiere ich gleich natürlich nochmal auf der Map. Aber ihr seht hier vorne auch schon direkt die nächsten Vorkommen. Also hacken wir weiter. 8, 9, 10 muss jetzt hier rumliegen. Das heißt, wir haben 10 Silbervorkommen schon. Einmal Gold. So. Passt doch schon. 800 noch was an Silber schon zusammengeprügelt hier. Und ich habe nicht mal irgendwie Buff Food mit da drin, geschweige denn die Tränke. Und da vorne geht's weiter. Das nächste Silbervorkommen. So, zack. Beziehungsweise auf der Route jetzt hier auch das letzte. Was waren es jetzt? 12? Ich glaube, es sind 12 Vorkommen hier. Zack, mit Silber. So, und jetzt könnte es weitergehen. Beziehungsweise normalerweise renne ich wieder los in die andere Richtung und hacke dann hier nochmal Eisenerz, beziehungsweise hier Magnetit. Denn ich möchte immer noch weiter skillen. Ich möchte hier mein Mining weiter hochpushen, mindestens auf 175. Danach kann es entspannt weitergehen, genau hier wie beim Holzhacken. 175, dann kann man eigentlich alles abhacken und deswegen schön entspannt das erstmal erreichen und danach nochmal weitermachen und alles, was man halt so sieht, mitnehmen. Wir sind hier, ich zoome nochmal ein bisschen raus, in Brightwood in Lichtholz und hier ist der Teleporter. Und von diesem Teleporter hier links geht es dann einmal hier zum Gold. Dann haben wir hier und hier jeweils die Silbervorkommen. Hier das Silbervorkommen. Hier das Silbervorkommen. Nee. Hier das Silbervorkommen und hier das Silbervorkommen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Genau, diese 12 Vorkommen. Die sind hier auf diesem kurzen Stückchen.
Dann haben wir hier oben, müsste es sein, hier ist nochmal irgendwo ein Eisenvorkommen. Und in diesem Bereich hier oben, hier rennen wir auch nochmal hin, denn da ist es nochmal ganz spannend. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eben den Weg zurück. So, dann rennen wir hier mal eben durch die Mobs durch. Übrigens, wenn ihr Holz hacken wollt, in der gleichen Area auch noch jede Menge Würdholz. Kann man natürlich auch noch gerne mitnehmen. Dann geht es weiter zu dem Eisenerz hier oben und dann machen wir die Runde komplett und dann sollten wir eigentlich wieder von vorne anfangen können. Also das Eisen nehmen wir hier noch eben mit, die drei kleinen Vorkommen, mal eben hier für die Map. Ich bin jetzt eben von hier unten hier wieder hoch. 1, 2, 3 Eisen. Und dann geht es jetzt gleich hier geradeaus weiter. Bis gleich. Und wir kommen hier oben so langsam an. Und was sehen die müden Augen hier oben? Es geht weiter mit Gold. Also, wir haben angefangen mit Gold. Dann 12-mal Silber. Und dann geht es jetzt hier wieder los mit Gold. Das heißt, wir haben hier in der Linie, und man sieht es da oben auch schon wieder leuchten auf der Anhöhe, die nächsten Vorkommen und können jetzt hier schön durchkloppen, die hochwertigen Vorkommen, also einmal Silber und einmal das Gold. Gar nicht so schlecht, dicke, fette Brocken, gerade, gerade da, ja, hoffe ich natürlich immer auf dicke, fette Gems, aber... Die Frage ist natürlich immer, oder das Wichtige für mich ist erstmal im Moment, dass ich einfach nur skill. Darum geht es mir, einfach nur schön entspannt Skillpunkte machen. Guckt euch das an, da oben geht es weiter. Die nächsten Vorkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da haben wir einen Jasper, jawohl. Mega gut, ey. Schön hier am Hacken. Wir gucken gleich mal rein, was das so in Gänze gebracht hat. Ich hack die beiden Vorkommen oder die drei nochmal eben ab. Und dann schauen wir gleich mal eben ins Inventar. Zack. Und da kommen nochmal 133 Goldvorkommen dazu. Mächtig viel Gold. Abgefahren. Ja, das waren alle Goldvorkommen und alle Silbervorkommen in einer Reihe. Wenn man jetzt natürlich noch weitermachen will, kann man hier oben noch in diesem Bereich hier einmal herumlaufen, beziehungsweise auch noch bis hier runterlaufen. Da drüben findet man dann auch noch weiter Magnetit. Da kann man natürlich auch noch weitermachen. Ich renne jetzt erstmal wieder zurück hier zum Silber und gucke, ob das so langsam wieder gespawnt ist. Und dann schauen wir mal, ob wir die Route direkt wieder von vorne starten können. Und hier komme ich gerade an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es fängt langsam wieder an zu spawnen. Also wir sind vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen. Trotz, dass ich hier oben in der Höhle nochmal eben gerade den Löwen sogar weggeklatscht habe. Einfach doch noch ein bisschen zu schnell. Vielleicht kann man tatsächlich noch ein paar Bäume mitnehmen und noch ein bisschen Würdholz hauen. Aber ja, es geht schon wieder los. Zack, da haben wir das nächste. Jetzt sind wir schon bei 1200 Silber mittlerweile. Jede Menge Gems sind dazugekommen. Jede Menge Edelsteine, richtig gut. Unten die Vorkommen, sieht man sie? Unten die Vorkommen, die müssten noch ein bisschen brauchen. Denn die hier oben sind noch nicht fertig. Ja, aber so im Großen und Ganzen geht es dann weiter. Hier spawnt es auch gerade wieder, Jawolski. Und so kann man sich dann halt schön eine große Runde das Silber abfarmen und das Gold abfarmen. Und dann natürlich mit der entsprechenden Klamotte, egal wie es aussieht. Aber wichtig ist, ich habe hier überall dieses Mining-Luck erhöht. Also plus 4 Komma. Also ich habe darauf geachtet, dass ich mehr als 4% drauf habe. 5 ist das Maximum.
Und habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, ein Item mit plus 5% drauf. Aber sowas wie 4,3, 4,3, hier auch 4,3, 4,3, hier einmal 4,2. Das sind alles schon ganz vernünftige Items. Die anderen Werte, da achte ich jetzt nicht so drauf. Und damit lege ich dann los. Man könnte vielleicht noch einen Ring anlegen mit mehr Glück drauf oder solche Sachen. Aber das ist alles nicht zwingend notwendig. Okay, das haben wir, das haben wir. Ja, wie gesagt, dann geht es halt wieder von vorne los. Und ja, damit farmt man sich sein Silber. Kann das Ganze auch direkt ja verarbeiten, das Silber, und im Nachhinein direkt die nächste Stufe weiter verarbeiten zum Gold. Das gucken wir uns am besten auch gleich nochmal an. Ich renne jetzt nochmal einmal hier die Silberlinie ab und dann treffen wir uns gleich nochmal eben beim Verarbeiten, wie viel XP man denn damit noch machen kann. So, dann schauen wir uns das mal eben an, was das denn jetzt in Gänze gebracht hat. Wir können jetzt hier 2000 Silber schön einmal vercraften. Zack, da kriegen wir 18.100 XP, 18.200 fast dazu. Und das Ganze verwandeln wir dann natürlich nochmal in Gold. Ballern wir auch nochmal durch. 142 Gold. 43.000 XP, auch nochmal ein richtig dicker Batzen. Also das Ganze lohnt sich. Ein bisschen Eisen hat man natürlich auch noch mit dabei. Raps, Zerfatz haben wir dann auch noch. Also jede Menge dicke, fette XP-se. Ordentlich Edelsteine gemacht. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass wir die haben. Und ja, im Großen und Ganzen ein ganz effektiver und recht schnell zu erreichender Farmspot. Wenn dir das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.